Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Badischen Landtag und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum. Spezialausgabe deshalb, weil ich heute nicht alleine vor der Kamera stehe, sondern Beistand an meiner Seite habe, den Vorsitzenden des Bildungsausschusses hier im Maximilianeum, meinen Kollegen Tobias Gotthard. Tobi, herzlich willkommen bei Frag Fabian. Der Tobi ist heute mit dabei, weil es um die Frage von der Valentina aus München geht. Und die Valentina haben wir als Bayern-Koalition quasi ratlos zurückgelassen, insoweit als sie restlos verwirrt ist zur Frage, wie es weitergeht mit der Berufseinstiegsbegleitung. So hat sie mir das geschrieben. Ich habe zuerst gelesen, dass die CSU BEREP abgeschafft hat. Jetzt habe ich gelesen, dass die Freien Wähler BEREP verlängert haben. Was gilt denn nun und was soll der ganze Terz, will die Valentina von mir wissen. Und deshalb, lieber Tobi, aus fachkundigem Munde, demjenigen, der die Spitzenverantwortung dafür trägt als Vorsitzender des Bildungsausschusses, deine Frage, erhelle uns, klär uns auf, wie geht's weiter mit BEREP? Ja, lieber Fabian, liebe Valentina, eigentlich ist ganz einfach, es gilt das, was wir sagen und das ist, BEREP stirbt nicht, sondern wir führen BEREP fort. Die Verwirrungen gab es, weil wir eine Finanzierungsfrage hatten. BEREP, also die Berufseinstiegsbegleitung, ist eine sozialpädagogische Maßnahme an Mittel- und Förderschulen für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf und sorgt in 2 Jahren an der Schule plus 1 Jahr in der Ausbildung für einen begleiteten Übergang in die Ausbildung, in den Beruf. Sorgt also auch dafür, dass diese Kinder und Jugendlichen einen Schulabschluss machen. Und das ist eine relativ teure Geschichte, kostet uns im Jahr bei ungefähr 14.000 Schülerinnen und Schülern knapp 17 Millionen Euro. Das muss man darstellen. Früher war es so, dass es eine Kofinanzierung gab. Das kam zum Teil aus dem Sozialministerium, zum Teil aus dem Bildungsministerium und es kam zu 50% aus dem Etat der Arbeitsagentur auf Bundesebene. Und dann war die Frage, wer finanziert es weiter? Das Sozialministerium hat es bislang immer aus dem Europäischen Sozialfonds finanziert. Mhm. Die Quelle ist dann versiegt, weil es da weniger Mittel gab. Mhm. Und deswegen kam zunächst einmal die Ansage von Seiten der CSU, wir werden das Ganze nicht mehr fortführen. Wir haben dann aber gesagt, unsere Beschlusslage in der Fraktion war immer, wir wollen festhalten an der Berufseinstiegsbegleitung. Und während dann die Opposition im Bayerischen Landtag schon einen Abgesang, schon das Todeslied quasi gesungen hat. Und Valentina damit verwirrt hat. Und Valentina verwirrt hat, genau, haben wir A, daran festgehalten, B, im Hintergrund intensiv gearbeitet, um das Geld aufzutreiben aus dem Haushalt des Kultusministeriums. Und genau das ist uns dann gemeinsam mit Kultusminister Piazzolo und Staatssekretärin Anna Stolz über die Osterferien hinweg geglückt. Das heißt, wir haben jetzt das Geld im Haushalt 23 zusammen, um es fortzuführen. Und ich sage auch gleich, es ist nicht nur irgendwie eine Mogelpackung, nur ein Jahr fortführen. Wir wollen, das ist unser erklärtes Ziel, wir wollen, dass BEREP bleibt. Heißt also zusammengefasst, BEREP ist gerettet, Tobi. Deshalb nicht nur vielen Dank für den Auftritt bei Frag Fabian, sondern insbesondere für alles Engagement, das damit zusammenhängt. Ich habe es ein bisschen am Rande begleiten dürfen und es waren eine Vielzahl von Besprechungen nötig, um eine komplexe Finanzierung, liebe Valentina, für ein aber unfassbar wertvolles Programm auf die Beine zu stellen. Und genau das ist zwischenzeitlich gelungen. Der Abgesang der Opposition war zu früh und die Trauer unserer Koalitionspartner um die empfohlene Mittel aus der EU-Ebene war zunächst problematisch, konnte aber dadurch geheilt werden, dass wir Freien Wähler das jetzt in dem Kultusministerium anders aufstellen und durchfinanzieren konnten. Also Valentina, zu deiner Frage, Daumen hoch, Haken dahinter, es geht weiter mit BEREP, nicht nur für ein Jahr, sondern in alle Zukunft hinein, einfach weil es ein unfassbar wichtiges und ein unfassbar gutes Programm ist, das wir seitens des Freistaates Bayern mit unserer Bayern-Koalition da aufsetzen. Und umso mehr, glaube ich, Good News an der Stelle, Valentina, zu deiner Frage. Wenn auch ihr eine Frage habt zu bildungspolitischen Themen oder zu anderen Gegenstandsbereichen unserer Arbeit hier im Bayerischen Landtag, dann macht's wie immer. Postet sie unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.